Wie wohnt es sich mitten auf der Buga? Das wollte die Heilbronner Stimme in Erfahrung bringen. Gemeinsam mit der Firma Krug & Partner haben wir in den Zinari Suites im Neckarbogen je eine Woche Probewohnen vergeben. Familie Ruf aus Eberstadt und die Brüder Björn und Sören Friedl aus Neckarsulm berichten von ihren Erfahrungen. Hallo und herzlich willkommen in unserem temporären Zuhause hier in Heilbronn auf der Buga. Wir sitzen jetzt hier auf dem Balkon der Familie Ruf beim Probewohnen. Und was hat Ihnen hier bisher am meisten gefallen? Also wirklich toll ist, damit für jede Altersgruppe was dabei ist. Das heißt, es ist Älteres mit dabei, es ist für Kinder was dabei. Ich glaube, das Ausgewogene ist wirklich für jeden was dabei ist in der Buga. Das war sehr, sehr toll. Und wie fühlt sich denn hier jetzt das Wohnen an, so ganz mittendrin im Geschehen? Es war super toll. Das Beste ist, dass man, wenn alle anderen nach Hause gehen, einfach hier bleiben kann und die Stille und die Ruhe noch genießen kann. Der Ausblick und morgens wieder hier aufzuwachen, mitten im Geschehen, war wunderbar. Um 6 wird ja das Gelände für die Besucher wieder hergerichtet, die ab 9 Uhr dann auch kommen. War das dann laut morgens? Also man hat es auf jeden Fall gehört. Am lautesten war, glaube ich, das Gepiepse, wenn die Autos rückwärts fahren. Aber war jetzt nicht wirklich störend. War kein Problem. Und jetzt hier die Wohnungen selber, die sind ja hauptsächlich auch dafür gedacht, dass hier berufstätige Geschäftsreisende für eine Zeit in Heilbronn absteigen. Wie hat Ihnen das denn gefallen? Also dafür ist es wirklich optimal. Das heißt, wenn man einfach vielleicht für eine Zeit eine Unterkunft in Heilbronn braucht und man möchte was Schönes haben, nicht im Hotel wohnen, dafür ist es optimal. Man kommt hier rein, alles wird regelmäßig gewartet, ist sauber und gepflegt, alles ist vorhanden, das ist wunderbar. Sie hatten jetzt eine Woche Zeit, die Bundesgartenschau zu erkunden. Was sind denn jetzt Ihre schönsten, Ihre Lieblingsplätze? Es gibt mehrere. Also es kommt immer darauf an zur Tageszeit. Also mittags waren wir hier gerne am Strand mit den Kindern oder vorne am Wasserspielplatz war es ganz toll. Und abends auf dem Balkon die Wassershow genießen, das war eins der Highlights, muss ich wirklich sagen. Die Weinvilla natürlich, das heißt, man kann sich mal durchprobieren. Das war wunderschön. Oder auch der Balkon, ja, gerade zur Wassershow. Das war schon richtig toll, ja. Gut, bei 35 Grad ist auch die Buga eine schweißtreibende Angelegenheit. Was macht man denn da? Man sucht sich am besten das schattigste Plätzchen raus. Oder man geht an Neckar, der ist ja auch, da ist ja das Buga-Gelände auch drum gebaut. Das ist wahrscheinlich einfach die beste Lösung, möglichst Schatten suchen und am Wasser bleiben, weil da ist meistens eh kühler. Wie wohnt sich's denn jetzt für euch mitten auf der Buga? Tatsächlich sehr angenehm. Man ist mittendrin, auch mittendrin in der Stadt. Man erreicht relativ schnell Sachen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel auch nah dran sind. Wenn man auch Termine jetzt irgendwo anders hat, ist es kein Problem, man kommt schnell rum. Außerdem ist die idyllische Lage hier, überall Natur drumherum. Man hat verschiedene Events, die gleichzeitig laufen. Wenn man dann das Fenster aufmacht, kann man da ein bisschen mithören und da ein bisschen mitschauen. Und es ist dann doch schön, auch gerade dann abends, wenn die meisten Besucher weg sind und dann wird es ruhig auf dem Gelände und dann ist es dann schon echt schön. Der Ausblick ist auch toll dann von der Wohnung. Das ist schon was Tolles. Wie schläft sich's dann zu dem Gesang der Frösche? Ach, der Gesang der Frösche. Also nur wenn man das Fenster auf hat, hört man ihn wirklich. Also wenn es zu ist, ist es nicht so schlimm. Es wurde ja auch schon gesagt, dass es relativ stört. Aber ich finde eigentlich, man kann sich damit arrangieren. Den ganzen Tag ist ja auch was auf der Buga los. Und das ist ja auch, hat ja auch sein Gutes. So, man weiß dann, dass man auch in der Natur ist und nicht besser als eine Autobahn. Was hat denn die Buga für Menschen eures Alters zu bieten? Ja, gerade so das generelle Ambiente als Park ist, ich finde, das kann schon anlocken, weil der Eintritt kostet ja jetzt auch nicht so viel für den ganzen Tag. Und da kann man zum Beispiel nach der Schule oder wenn man Vorlesungen hier in der Hochschule fertig hat, kann man sich hier hinhocken. Schöne Atmosphäre, entspannte Atmosphäre. Außerdem die ganzen Veranstaltungen, es gibt ja mehrere Sportveranstaltungen, verschiedene Musikveranstaltungen, da ist auch für jeden irgendwie was dabei, also gerade für uns auch. Wir mögen viele Musikrichtungen und da ist für jeden da was dabei. Und ich finde, da kann man sich schon ein paar Stunden hier aufhalten. Das hat auf jeden Fall auch was für jüngere Menschen zu bieten.